Squid Game in Minecraft, Freunde, offiziell mit Banks, Elina, Easy, Logo, Gambo und mir. Und leider keine anderen, weil die anderen hat leider keine Zeit. Aber Leute, willkommen hier heute zu Squid Game in Minecraft, Freunde. Das große XXL Super Duper Event. Ich will euch ganz kurz, bevor wir direkt reinstarten, weil Leute, es war eine ultra epische Runde Squid Game hier. Es sind Tränen geflossen, es sind Wutausbrüche, die stattgefunden haben. Leute, das ist eine Folge heute, die ihr nicht verpassen wollt. Und wer gewonnen hat, seht ihr ganz am Ende. Wir haben 4 Spiele, ganz kurze Erklärung für die, die nicht wissen, was Squid Game ist. Oder keine Ahnung, hier nichts mitbekommen haben. Oder unter einem Stein oder unter einer Melone wohnen. da kenne ich zum Beispiel einen. Wir spielen 4 Spiele, ja. Wir spielen als allererstes hier rotes Licht, grünes Licht. Das ist ganz kurz hier. Nur wenn grünes Licht ist, darf man sich bewegen. Bei rotem Licht muss man stehen bleiben, ja. Und wenn man am Ende ankommt, gewinnt man. Wenn man sich bei rotem Licht bewegt, ist man raus. Und die Puppe killt einen. Hier mit so einem Zwischenraum, Schlafräume, wo man zwischen den Games hinkommt und wo vielleicht oder vielleicht auch nicht ein kleiner Stromausfall ist. Man weiß es nicht. Guck mal, Leute, guckt euch das an. Ich habe noch Squid Gamers Logo hier eingefügt. Hier so richtig cool. Und das hier ist hier der Preis. Es gibt nämlich wirklich ein Ziel, einen Preis in Squid Game in Minecraft, Freunde. 456 Diamanten. Exakt hier in der Chest drin. Die sind nur Deko hier. 456, wie im originalen Squid Game, da waren es, glaube ich, 456 Milliarden oder so. Irgend sowas war es da. Hier kann man Items ablegen. Wir haben 5 Mitspieler, wie gesagt. Ich werde nicht mitspielen, ich bin quasi der Game Master, ja, der Admin, der drüber schaut und das Ganze hier betätigt. Weil ich meine, es wäre ein bisschen unfair, wenn ich bei meinem eigenen Squid Game mitmache. Weil ich kenne ja auch den richtigen Code von meiner Glasbrücke, weil ich es gebaut habe. Und ich glaube, das wäre nicht ganz fair. Deswegen, ich bin gespannt, wer von den anderen das Ding heute holen wird. Und Leute, da hätten wir schon den allerersten Teilnehmer von Minecraft Squid Game, nämlich der Fabian. Fabian, was geht? Hi! Er ist hier in voller Uniform mit dem Totem Sunset und Overprint. Leute, shop.chaosmagic.com, schau vorbei, gönn dich was. Ich glaube, ich noch 1 bis 2 Wochen limitiert die Sommeredition hier. Jeder von euch, der Merch bestellt, unterstützt nicht nur mich, sondern auch die Projekte und Videoformate, die demnächst alle kommen. Also danke an euch. Ohne euch wäre mein Kanal nicht möglich. Lasst ein Like da für Squid Game. Es ist das längst erwartetste Event hier in ganz Minecraft, Freunde. Aber Leute, ich würde mal sagen, lass mal hier die Spannung beiseite und loslegen mit dem ultimativen Minecraft Squid Game in Minecraft, Freunde, XXL Super Event. Und hier hätten wir unsere Kandidaten. Wir hätten hier einmal L-O-G-O, der beste Squid Game Spieler überhaupt. Yeah. Wir hätten hier Awesome Elina, die hat schon Erfahrung international in Squid Games. Yeah, ich werde das gewinnen. Wir haben hier Ben, der spielt zum allerersten Mal, aber er ist siegessicher. Ich will nicht sterben. Wir haben hier Gambo, der wollte eigentlich nur eine Pizza bestellen und ist jetzt hier. Let's go, Pizza. Und wir haben Easy, die hat auch die IP wiedergefunden. Ich will Spaß haben. Ja, und ihr könnt jetzt direkt mal hier reinkommen zu Squid Game in Minecraft, Freunde. Das allererstes, nacheinander, drückt mal den Button und zieht eine Nummer. Welche Nummer hast du? Darf ich schon sagen? Ja. 1. 001? Yo, 1. Ja. 4, 5, 6. Number 1. Ich hab die 44. Ich hab eine richtige Kacknummer. Welche hast du? 67. Ist es nicht dieses, ist es dieses Mädchen? Der erste ist jetzt schon ausgeschieden. Gambo, ich hab 4, ja? 5, 6 ist der Hauptcharakter in Squid Game. Ja, let's ja. go. Main character. Und Logo, wer bist du? Ich hab die 100. Ein Hund, dein Alter. 100 ist doch der Opa, oder? Nein! No. Hat der die 100? Dieselbe Anzahl, oder? Ich weiß nicht, der ist schon so lange her, dass ich das gesehen. Okay, perfekt. Alles klar. Items habt ihr abgelegt, damit hier alles fair ist. Ihr könnt erstmal hier euren Spawnpunkt hier setzen im Bettenlager. Keine Rüstung, gar nichts, genau. So, wo penne ich denn? Ich penne hier. Genau, ihr könnt euch hier oben oder unten irgendein Bett aussuchen. Hauptsache, ihr spawnt hier, weil es wird heute vielleicht ein bisschen tödlich werden. Bisschen. Ja. Tödlich? Ich hab 1000 Level. Ich leg mich wieder schlafen. 1000 mit meiner Farm etwa? Hey, Gabo, was machst du? Ich schlafe nicht, wenn ich sterbe. Gabo schläft am Boden. Okay, alles klar. Willkommen hier heute zu Squid Game in Minecraft, Freunde. Ihr werdet heute in ganzen 4 Spielen, nicht alle Spiele aus Squid Game, weil, sonst wäre das nie fertig gewesen, aber in den 4 besten Spielen werdet ihr gegeneinander antreten. Beginnend mit dem ersten Spiel. Oh, Elina hat sogar die Einladung dabei. Ja. Beginnend mit dem ersten Spiel, rotes Licht, grünes Licht.
Ihr wisst, wie das geht. Hier könnt ihr direkt mal rüberkommen. Das wurde hier sehr professionell von professionellen Leuten gebaut und verschönert. Noch nicht die Linie übertreten. Um genau zu sein. Hinter die Linie. Elina hat das gebaut. Ja, Elina hat das gebaut und ich hab's verschönert. Oha. Kleiner Funfact, die Decke besteht aus dem großen Logokopf über dem Sicherheitsministerium. Funfact, ey. Okay, alles klar. Also, wir haben jetzt wirklich hier, warte mal, ich mach mal ganz kurz einen Test, ob ihr das hört, okay? Guck mal, wenn ich hier bin jetzt hier. Rotes Licht. Seht ihr das? Oh, ich hör's, ja, ja. Nichts gehört, ja, nichts gehört. Ich hab's gehört. Okay, und bei grünes dem dürft ihr nachlaufen. Jetzt noch nicht, das war nur ein Test. Bei grünes Licht dürft ihr euch fortbewegen, bei rotem Licht stehen bleiben. Weil bei rotem Licht sich bewegt, ich guck niemand speziell an. Ich bin farbenblind. Der ist raus. Ja. Warte mal, wann muss man stehen bleiben? Wenn das Wort endet oder wenn das Wort anfängt? Nein, wenn irgendwas, generell. Sobald es beginnt, bleibst du stehen. Ja. Es ist jetzt nicht so ein schweres Konzept, Kamo. Aber warte, das ist keine Farbe. Es wird ja angezeigt auf dem Bild. Und was ist, wenn man Legastheniker ist und man kann es nicht lesen? Ja, dann bist du raus. Wenn du nicht rot lesen kannst, dann bist du nicht nur Legastheniker. Ich habe noch eine Frage. Habt ihr alle schon ein Like und ein Abo auf dieses Video hier? Like gelesen, und ein Abo. Also Squid Game ist ja mehr wirklich schon so ein, es haben mehrere Leute mitgebaut. Ich habe hier die Hinterräume gebaut, das hat Lina gebaut, Ben hat sogar die Früchte vom Fernsehen gebaut. Ich habe was gebaut, ja. Ja, ja. Und Dung und Gambo, die haben nicht schnell genug gemacht, deswegen habe ich übernommen und ja. Okay. Du hast von mir den restlichen Keramik bekommen für die Decke. Seid ihr ready? Grünes Go! Licht. Rotes Licht. Okay. Oh, Elina ist am Bein. Ich bin bereit. Hast du schon angefangen? Ja, ja, es geht los. Schaut es doch. Grünes Licht. Rotes Licht. Oh, nein. Wie soll ich ihn jetzt aufholen? Ich muss alle den Rücken stellen. Oh, Mann. Leute, der steht hinter mir. Ich würde nur schon aufpassen, weil ich kann auch den hier machen. Komm mal. Rotes Licht. Oh. Rotes Licht. Oh. Da kriegen wir jetzt in den Finger. Grünes Licht. Grünes Licht. Oh, es geht weiter. Grünes Licht. Es geht weiter. Rotes Licht. Oh! Da wer bewegt. Rotes Licht. Oh, das war knapp. Gambo, nicht zittern. Das zählt. Oh mein Gott. Grünes, rotes Licht. Oh mein Gott. Wer hat da geschlagen? Gambo hat geschlagen. Grünes Licht. Rotes Licht. Okay. Der Letzte kriegt vielleicht eine Bestrafung. Wow. Grünes, rotes Licht. Sehr spät stehen. Das war ein grünes, rotes Licht. Also den würde ich auf jeden Fall wegnehmen. Grünes Licht. Rotes Licht. Logo steht in mir. Hey, ich sehe doch immer rückwärts. Okay. Guck mal, die Puppe, die schaut, wer sich bewegt. Oh mein Gott, die hat grünes rote Augen. Grünes Licht. Rotes Licht. Oh, okay. Ben ist gerade seitwärts gelaufen. Ich hab Moonwalk gemacht. Grünes Licht. Grünes Licht. Rotes Licht. Oh mein Gott. Rotes Licht. Oh mein Gott. Weißt du? Nein. Logo, ich merk dich mal, ich lass dich mal drin, aber ich merk dich vor für eine Bestrafung später. Grünes Hey! Licht. Rotes Licht. Oh mein Gott, Kamo. Cool. Ja. Ich kann nicht auf den Boden gucken. Ich schwitze. Ich kann gar nicht verschieben. Rotes Das war... Okay. Das lasse ich nochmal als keine Bewegung, gell? Ja, fairerweise habe ich mich auch bewegt. Grünes Licht. Nee, das war... Grünes Licht. Logo, du musst schon noch fertig machen. Du schaffst das. Okay. Grünes Licht. Ich hab's geschafft. Okay, perfekt. Alles klar. Wow. Super. Also Logo, du wirst mal vorgemerkt für eine Bestrafung später, weil du dich minimal bewegt hast. Ja? Du hast dich nicht zu viel bewegt, deswegen geht's noch. Aber ja, ihr könnt alle 5 mitkommen. Weiter geht's. Let's go. Wie findet ihr die Wachen, die überall rumstehen? Rotes Licht. Rotes Licht. Jetzt seid ihr alle tot. Das hört Logo so beim Einschlafen halt. Rotes Licht. Grünes Licht. Warte mal, hier, das ist euer Gewinn. Ich hab's gar nicht gesagt.
Wer gewinnt, kriegt 456 Dias. Die sind da just drin. Let's go. 456? Ja, ja, ja. Cool. Ohne die. Also die, die noch bei sind, das sind noch zusätzliche. Boah. Die gebe ich bei dem 1-Dollar-Shop aus. Alles klar, okay. Zurück. Hey. Jetzt erstmal Mittagspause. Erstmal ein Nap hier für euch. Ich will das Powernap. Powernap. Ich will Schnitzel. Ich will Likes und Abos und eine Million. Ach, wer will das nicht? Oh, falsches Bett, sorry. Ja, dann geh mal weg, du. Ich schlaf hier. Alles klar, okay. Nee, Jambo, du schnarchst, geh mal weg. Seid ihr... Benjamin! Seid ihr fit? Das hast du selbst gesagt. Hört doch mal dem Game Master zu. Seid ihr fit für das nächste Game? Wo, warte, ich muss gucken. Ja, ich bin mega fit. Ja, übertrieben bereit. Okay, dann würde ich mal sagen, ich gebe euch mal eine Minute, Ich gehe wieder schlafen. Power-Nap. Viel Spaß. Alles für die Energie. Nein. Okay, wenn wir jetzt alle Gambo verprügeln. Sicherlich prügelt sich jetzt niemand da nieder. Gambo ist gerade Erster geworden. Der ist die größte Gefahr. Das stimmt gar nicht. Ich geworden. Gambo kann eh nicht weglaufen. Leute, die könnten jetzt prügeln. Hä? Ich war Zweiter. Wir haben eine Minute. Du warst Erster. Nein, ich war 40 Sekunden. Nein, Gambo. Jetzt haben wir uns auf Gambo eingeschlagen. Nein. Ich sehe, was die machen. Was? Nein, du boxst taktisch vor die Schaufel! Oh mein die hat eine illegale Schaufel hier reingebracht! Oh. Illegale Sachen! Wer würde sowas denn tun? Konfiszier das! Was? Hör dir eine Schaufel! Ich blieb dich anders! Netherite auch noch entspannt! Blieb weg! Das ist wie im originalen Squid Game, da ist auch quasi so Stromausfall, so Nacht quasi hier kurz in dem Bettenraum und das würde ich ein bisschen nachstellen. Mal schauen, ob jemand sich hier killt. Jeder Timing hat ja eine Nummer. Und der hat eigentlich nichts zu bedeuten. Auch gar nichts, okay. Oh. Okay. Seid ihr erfrischt aus eurem Powernap? Cool. Mega. Gab ein paar Tote, aber alles okay. Okay. Alle, die nicht tot sind, können jetzt mitkommen. Okay. Oh. Alles klar. Jetzt kommen wir zu einem kreativeren Spiel. Früchte vorm Nachbarn, okay? Ihr könnt euch mal hier ein bisschen vertraut machen mit dem Raum. Dann erkläre ich kurz, wie es geht hier. Wir spielen zwei Runden. Zuerst spielen wir rot. Ihr zieht hier wieder einen Zettel. Und dann kriegt ihr eine Form. Je nachdem, welchen Zettel ihr zieht. Und ihr müsst quasi die Form nachbauen. Unten im Fass ist quasi Wolle und eine Schere zum Abbauen. Und ihr platziert es auf diese Glasscheiben drauf. Das haut ja genau hin von der Anzahl. Habe ich das echt so gebaut? Nee, es haben einfach nur zu viele Leute abgesagt. Nee, ich hab so überlegt, wie viele wo mitmachen, da hab ich so geschätzt. Aber genau. Ich hab das Game. Okay. Achso. Ja, also ich erkläre das, ich bin der Game Master jetzt hier. Erklär mal. Ja, ich hab's ja gebaut. Ihr habt hier ein Symbol, ne? Es gibt halt kompliziertere und einfachere. Das wird zugelost, wer was hat. Oha. So. Und dann stellt ihr euch halt vor, zum Beispiel, ich hab jetzt hier den Kreis gezogen, dann geht ihr hier rein, nehmt euren Block raus und dann müsst ihr den halt auf dieser Plattform hier sozusagen nachbauen. Yeah. Genau, also ihr platziert die quasi zum Beispiel so hier. Verstehe. Hä, wie hast du das so schräg da dran platziert? Was? Er hat's, glaube ich, hier an der Glaswand. Achso, ja, du kannst es an die Glaswand bauen, deswegen ist die ja da. Ja, gut. Wichtig ist nur... Muss man dann irgendeinen Buzzer drücken? Nö, ich schaue euch zu. Okay. Es geht in... Es sind zwei Runden. Die erste Runde ist die rote Runde. Der erste, wer am schnellsten es fertig baut, ist direkt weiter und muss die zweite gar nicht spielen. Die letzten vier müssen die grüne Runde spielen. Und wer da als letzter abschneidet, der kriegt auch eine Bestrafung fürs nächste Game. So wie Logo, was er sich vorher schon eingesagt hat. Okay, seid ihr ready? Dann zieht mal hier links eure roten Zettel nacheinander. Okay, noch nicht verraten. Ich hab nichts bekommen. Doch, da liegt es. Ah, jetzt. Eins fehlt noch? Okay, dann stell dich mal vor eures. Die Schilder zeigen an, wo was ist. Die drei. Ich hab die Logo hat den Regenschirm. Ja, Elina hat das Beste. Ich bin Main Character. Iris ist das zweite einfachste. Und ich glaube, eigentlich sind die gar nicht so krass unterschiedlich. Die drei mittleren sind am schwersten. Dadurch, dass man es ans Glas platzieren kann. Okay, nehmt euch eure Sachen raus und macht euch startbereit. Und dann zähl ich gleich runter. Okay. Ready, Bombetti. Oh, das wird aber eine Millimeter-Entscheidung, das sag ich jetzt schon. Ja, ich guck genau zu. Ich mach extra meine FOV jetzt höher. Damit ich euch alle gleichzeitig sehe. Anderer Tryhard. Okay, alles klar.
Habt ihr euch schon gedanklich vorgestellt, wie ihr das gleich baut? Ja. Okay, wenn ihr was schon falsch platziert, könnt ihr es abbauen mit der Schere. Ja. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los! Fertig! What? Fertig! Oh! 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 Du hast mich sabotiert! Hey, Gambo hat gar nicht platziert! Okay, es ist eigentlich egal, wer von euch letzter ist jetzt hier. Es geht nur um den ersten und das war Elina wegen der einfachsten Form. Yeah! Okay, das heißt, Elina, du kannst offiziell hier auf das Podest zu den zwei Typen hier hoch, zu den zwei Wachen und kannst zuschauen. Und dann die anderen vier, ihr zieht jetzt hier. Oh, warte mal. Ich bin schon wieder. Habt ihr schon gezogen hier? Es sind zwei Zettel raus. Nee. Noch nicht. Lass nicht gegenseitig doppelt. Wir haben schon gezogen. Ah, kann ich hier auch ziehen? Ah, ihr habt schon gezogen? Ja, nimm die hier. Oh nein. Okay, Ben. Mann, ich hab voll das Schwere. Ich auch. Okay, stell dich mal vor, Eures. Die sind alle ein bisschen schwer. Ey, ich find's witzig, dass niemand das hier hat. Das allereinfachste rechts ist, hat keiner gezogen. Oh nein. Perfekt. Okay. Darf ich nochmal ziehen, weil ich Erster war? Nein. Der gezogen hat, meine ich. So. Lass mich kurz überlegen. Welches ist das Schwerste? Ben Seins ist einfach zu platzieren, weil viel nebeneinander ist. Meins hat ein bisschen viele Blöcke. Ja, Gam. Es sind alle ähnlich, glaube ich. Ich glaube, es ist keins, was so ganz klar Erster ist. Okay, dann seid ihr ready. Darf ich auch einfach gar nichts platzieren und sofort Gambo nerven, damit wir beide Letzter sind? Ja, es zählt nur der Allerletzte ist. Aber was ist, wenn wir geteilter Letzter sind? Benjamin, lass doch einfach mal spielen. Ich hab ja nur die Regeln. So wie normale Spieler. Okay, alles klar. Einfach mal spielen. Macht euch in Position. In Position. Ich zähle auf 3, 2, 1 und dann auf los. Beginnt ihr. Okay, schön. Okay. Okay. 3, 2, 1, los. Okay. Oh nein. Fertig. Oh. Ben muss sich der Leiter bauen! Ben hat mega Probleme! Oh mein Gott, Ben! Okay, ich schau mal, ob alles richtig hier ist. Dann ist Gambo hat mich sabotiert! Was? Ben ist der Letzte! Ja, mein Gott! Reicht jetzt, Alter, Gambo! Stopp! Okay, alles klar! Alles klar, okay. Ihr seid jetzt nicht raus, aber jetzt stehen die Bestrafungen fest. Weil jetzt kommt es um das, wo 100% Leute ausscheiden werden. Jetzt. Mehr als die Hälfte sogar von euch. Was? Aber jetzt sollen auch mal die Handicaps von Logo und Ben rein. Ja, okay, alles klar. Hey, komm mal hier. Pass mal auf, ich ziehe gleich einfach mal einen Netherite-Bahn über. Okay, alles klar. Willkommen hier zu Glasbrücke. Okay, wir haben jetzt hier, ich glaube, es sind insgesamt 8 Sprünge. Entweder links oder rechts ist richtig, ja? Wenn ihr aufs Falsche tretet, dann bricht die Plattform ein, ihr fallt runter und seid wahrscheinlich tot. Oder raus. Also ihr seid safe raus, aber ihr seid tot auch wahrscheinlich. Okay, und wegen dem Bestrafenden. Logo ist am Anfang, hat er sich leicht bewegt, deswegen muss Logo als Erstes jetzt springen. Ah, ich verstehe. Ja. Okay. Du solltest die Reihenfolge festlegen, komplett. Ja, genau. Mach ich gerade. Dann kommt also Ben, weil du warst, dann, ja. Ja, du bist Zweiter. Dann, Easy oder Gambo. Ihr könnt Shira schon mal PM-Chat spielen. Okay. Ist immer in der Reihenfolge hinterher? Ready? Ja. Nur die erste. Auf 3. 1, 2, 3. Eigentlich muss doch Gambo, weil Easy Erster im ersten. Gambo macht immer Stein, das erinnere ich mich noch. 1, 2, warte, ich bin nicht so schnell, warte! Okay. Auf 3. 1, 2, 3. War so klar, dass Oh. Easy, das war doch so offensichtlich. Okay, alles klar. Ich hab mich mehr zugetraut. Okay, so Logo Erster. Ich gesagt hat, ich brauch Zeit, deswegen wusste ich das. Logo Erster, Ben Zweiter, Easy Dritter, Gambo Vierter und Elina als Letztes, weil du warst Erster hier jetzt gerade. Komm weit, Logo, damit ich hier nicht sterbe. Ich bin versteckt. Okay. Ich auch. Alles klar. Rechts, links. Logo, 50-50. Ich kenn Flo. Es ist viermal links. Oh mein Gott! Sauber, Logo, sauber. Und noch einen? Noch einen rechten. Nee. Ich meine, du kannst weitermachen, aber ich müsste Ben jetzt. Oh mein Gott, was? Okay, alles klar, Logo, dann sneak mal wieder an den Rand und dann kann Ben auf den hier und dann den nächsten. Ich jetzt dran, oder? Ja. Merkt euch am besten die. Ich jetzt einfach rechts zu springen auf den Joke.
Ja, das Ding ist ganz klar. Oh mein Gott, als ob! Warte, muss ich jetzt? 25% Chance. Aber hab ich den Sprung überhaupt? Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich denke, ich hätte die Sprünge nicht. Also wenn ihr runterfällt beim Sprung dann. Okay. Mir los, der diese jetzt runterfällt. Hey, als ob! Als ob! Sicher, dass diese Konstruktion. Ja, es funktioniert wirklich, hä? Okay. Ey, haben wir ein Glück. Okay, oh ja, Gambo. bitte Gambo als erstes. Ich glaube links. Schön. Links. Ich hoffe. Nein! Was? Warte, das ist 15. Oh. Junge, das ist irgendwie eine 3% Chance oder so, dass das so passiert. Leute, ich muss sagen, ich hab's mir gedacht. Ich werde ja jetzt als letztes springen, aber ich werde als erstes trotzdem runter. Okay, das war der hier. Haltet euch gut fest. Junge, wie spannend. Oh nein. Oh mein Gott, Elina. Oh Gott, Elina. Drei Sprünge noch. Das Ding geht zieh krank. Durch, Elina. Zieh durch. Geh zum Rabi. Geh zum Rabi durch. Elina. Okay, Elina, du bist als offiziell raus. Du kannst Biene gehen oder sonst was. Ich wusste, dass es so wird. Okay, Gambo, jetzt nicht verkacken. Oder warte mal, wer ist der Nächste? Als nächstes kommt Logo. Eigentlich ist Logo jetzt dran. Okay. Das ist ja einfach. Wo ist es denn jetzt? Okay, pass auf. Ta-ta-ta-ta. Oh! Ja! Yeah. Als ob! Das holt jetzt nicht, Ben. Das okay. Nee, warte, dann holt es ja theoretisch easy. Nicht ja! Ben holt es. Nein! Unlucky. Okay. Jetzt wissen wir doch ja. Eh alle, wie es zu Ende geht, oder? Nein, aber war das Ben jetzt so? Ja, Ben ist leider raus. Oh. Gut gespielt. Alter, die Bilder hier. Ben, oh. Okay, wir haben jetzt die spezielle Situation, dass drei im Finale sind statt zwei. Ihr könnt, deswegen springt ihr alle noch einmal zurück. Ihr habt euch sicherlich die... Ihr habt euch sicherlich... Nein, das darfst du nicht! Das darfst du nicht! Okay. Warte mal! Oh, ich hab's vergessen! Warte! Nein, Gambo! Ja! Nein! Gambo, du bist weiter, weil Logo hat so gejumpt, das darfst du euch nicht. Ja, also, er hat das nicht geschafft, das finde ich viel schlimmer. Nein, Logo hat die Regeln gebrochen. Sehe ich genauso. Okay, alles klar. Okay, Jungs und Mädels, wie machen wir das jetzt, dass wir von 3 auf 2 kommen? Ein Sonderspiel vielleicht. Wie wär's mit? Das ist einfach ein Kampf. Ja, aber das sind nur 2 Teilnehmer und wir sind jetzt zu dritt. Aber okay. Nur 2, ihr könnt auch zu dritt kämpfen, oder? Ja. Okay. Wie machen wir? Ich habe nur 2 Items vorbereitet. Wie wär's mit? Ich überlege mir eine Zahl und ihr schreibt die gleichzeitig in den Chat. Und die, die es richtig haben, von 2. Entweder es ist 1 oder 2. Denk tief nach. Leute, ich denk an die 1, weil ich bin die Nummer 1. Und jetzt einfach im Chat, oder was? Okay, auf 3, okay? Okay. 1, 2, 3. Oh, es ist die 1 gewesen. Das heißt, Easy ist schon mal weiter. Yeah! Und Logo und Gambo battlen sich jetzt aus. Okay. Ich würde sagen, wir machen ein Special. Ich hab's gesagt in der Aufnahme. Ben, schreib mir mal mit /10 eine Zahl zwischen entweder 3 oder entweder 4. 3 oder damit, 4. Damit ich dich auch mal einbinde hier noch, weil du hast es außerdem am weitesten geschafft. Okay, alles klar. Logo, Gambo, Ben hat mir die Zahl geschrieben. 3 oder 4. Schreib's in den Chat. 3, 2, 1, go! Gambo, ja. Du hast wirklich gut gekämpft, du warst sehr gut hier dabei, aber wir müssen uns leider von Logo verabschieden, denn es war die 3. Ben, ich wusste es, verbunden sind wir. Okay. Ja, Logo, GG, du hast sehr gut gespielt, ich glaube, du hast am weitesten die Sprünge hier geschafft. Dann Easy und Gambo, macht euch mal hier ready. Stellt euch aufs Fass. Sind da Sachen drin? Ja. Einer stellt sich hier hin mit diesem Messer. Und der andere stellt sich hier drüben auf die Seite. Okay. Und alle anderen, Messer. Ihr könnt irgendwie Flugmodus gehen und könnt jetzt hier das epische Duell zugucken. Sind wir ready?
Es regnet jetzt. Ja, 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 der regnende Endkampf. Okay, an euch beide, warte. Was habt ihr an Essen? Goldene Karotten? Kartoffeln. Ich hab Kartoffeln. Okay, wenn beide Kartoffeln haben, ist ja, das fair, Kartoffeln oder? Ist fair, okay, oder? Okay, passt. Ja, ihr seid voll, oder? Ja. Alles klar. Ja, aber Gambo hat einen Effekt. Gambo hat keinen... Das ist vom Beaten. Okay. Das Messer, by the way, macht mehr Schaden, wenn man jemanden von hinten hittet. Okay. Kennt ihr ihn von euch? Wenn einer von euch stirbt, hat der andere gewonnen. Wenn jemand das Spielfeld verlässt, rausgenockt wird, hat der andere gewonnen. Warte, das Dirt ist die Abgrenzung. Oder? Ja, das äußere Dirt. Oh. Okay, also es sind zwei Win-Bedingungen hier. Wer wird Minecraft-Freunde Squid Game gewinnen? Easy Cheesy oder Gambo? Moin. Seid ihr ready? 3, 2, 1, go! Ich will ihn aber nicht schlagen, Gambo. Ich hab ein bisschen Angst vor dir. Du hast Angst vor mir? Ich hab Angst vor dir. Du bist eine böse Hexe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Leute. War ich draußen? Oh, nee. Oh, das war... Oh! Ich wollte gerade sagen, das war ganz knapp, aber... Yeah, Izzy, Glückwunsch! Du hast offiziell Squid Game gewonnen! Danke! Yeah, und du kannst mitkommen hier zu deinem Hauptpreis. 456 Dias. Glückwunsch! Kauf dir, was du willst. Es gibt eine Vermögenssteuer jetzt neuerdings. Ach komm. Ich teile mit euch allen. Ihr seid die Größten. Ja. Ich bade dir. Ja. Warte, wollt ihr euch alle hier aufstellen für ein Gruppenfoto? Let's go. Alle aufstellen hier. Oh ja, hier. Vor dem Tier. Ach so, andere Seite? Nee, hier, vor dem Tier. Squid Game. Oh, oder hier, ja, noch besser. Ja. Da kommt jetzt. Das ist so viel drauf. Genau, Izzy vorne und, okay. Nee, das sieht man Logo nicht mehr. Okay, egal. Alles so, fast schon. Boom! Oh. Da würde ich sagen, Leute, das ist ein Like da. Schaut bei einander vorbei hier. Ultra geiles Event. Glückwunsch schon mal an Izzy. Haut rein, abonniert uns alle und ciao. Leute, bereit für den Sommer? Dann auf geht's, denn die brandneuen limitierten Sommerdesigns von Saftig Ananas, Teammelone Schokolade, Totem als Sunset All Over Print und das brandneue XXL Aquarium Design zusammen mit der limitierten Sommerkarte ist ab sofort im Shop erhältlich. Limitiert nur jetzt auf shop.chaos40.com.